Also heute machen wir mal Leistungsmessung beim Postbote, beim lieben Martin. Dann habe ich gefragt, ob ich mal bei ihm den Prüfstand vorbereiten darf. Also er selbst, Tagesmuggel, aber mein Muggel ist es. Und dann werden wir mal gucken, welche Leistungsangaben das gute Moped hat. Schätzung, also ich würde mich freuen, wenn es 12 PS sind und genauso viele Newtonmeter. Aber werden wir dann sehen. Wir machen erstmal einen Lauf mit Crossreifen, wenn es braucht, und dann mal mit den normalen Straßenreifen. Und würden die Werte dann immer noch mal reinschreiben. Mit Crossrad haben wir jetzt. Und dann auch Setzung gewesen, je nachdem wie das jetzt klar ist, sind wir jetzt bei 8,7 PS und 7,7 Nm. Straßenreifen ist drauf, Abgas, Absaug, Einrichtung ist hoch. Check. Also wir haben jetzt im zweiten Lauf mit dem Straßenmuggel fokussieren. Haben wir jetzt 11,9 PS bei 9000 Umdrehungen und 9,62 Newtonmeter. Das sind knappe 3 PS mehr und 2 Newtonmeter, knapp, grob gesehen. Also der Unterschied zwischen Straßenreifen und Crossreifen ist da. Das ist Wahnsinn. So, kurzer Auspuffwechsel. Mein Auspuff untenrum verlegt und kürzerer Krümmer, oder? Ja. Genau, so war's. Ab dafür. Also Statement mit gekürzten Krümmer. Mein Auspuff sind wir jetzt bei 10,81 PS und 7,9 Newtonmeter. Und davor waren wir bei 11,9 und 9,62. Grüne Kurve dazu, jetzt mit kurzen Krümmung. Das ist zu kurz. Genau, zu kurz. Gut. War ein Versuch. Weiter geht's. Dringend widmen. So, 12,16 PS zu 11,9 und 10,69 Newtonmeter zu 9,62. Also ein bisschen besser, schwarze Kurve. Und nach dem Moment. Ja. Noch ein Eigenbauauspuff von Martin, Turbo Kit. Abänderung von Turbo Kit ist das. Ja, Abänderung da. Ja. Ja, mal gucken. Turbo Kit Auspuff hat jetzt lila eine Kurve. 12,13 PS, halt bei späterer Drehzahl. Und 8,99 Newtonmeter. Ist in Ordnung. Sieht man hier, lilane Kurve ist jetzt Turbo Kit. Die schwarze ist Torpedo Kramon. Und meiner war die rote. Jetzt haben wir Battle 85. Und gucken da mal, was passiert. PS und 9,39 Newtonmeter. Orange Kurve. So, schöne Vorstellung. Dann haben wir jetzt Hilfsschüler Richard auch mit am Start. Gerade frisch vom Lehrgang zum Sonntag. Hydro 29. Na, sportfrei. Thank you.
Also Hydro 29 hatte jetzt 12,38 PS und 10 Newtonmeter. Zum Vergleich, mein Auspuff hatte 11,9 und 9,62. Sieht man auch hier an der Kurve. Die Türkis, Blau, was das auch immer ist hier, das da ist jetzt der Hydro 29 und das war mein Auspuff. Kommst du alles gut steht? Ist der letzte. Jetzt haben wir vier mit ziemlich kurzen Krümmer mit Bier. Ja, das ist dann der letzte und dann gibt es einen Patch. Und dann, ja genau, dann wird zurückgebaut und dann wird Richard Döner gebutscht und dann ist alles schick. Fahr jetzt los mit den Galaxy. Hier hast du Schlüssel. Nicht? Was ist denn mit dir? Das ist was. Komm ich nicht. PS und 10,74 Newtonmeter. Noch mal kurz was für zwischendurch. Noch mal ein schickes Moped hier. Nicht ganz verkehrt, denke ich mal. Fährt doch bestimmt 2-3 Kilometer.